7, 7 mal 7, noch 49 Blöcke. So, mal ein kleiner Mathematiktest. Wie berechnet sich, wie viele Blöcke ich für eine Pyramide brauche? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Das ist eigentlich ganz einfach. Sag mal, das ist 7. Klasse und da geht das Telefon. Ich baue die aber noch fertig. Dann mache ich meine Pause halt ein bisschen früher. So. So, da bin ich dann wieder. Das war jetzt Firma Vodafone. Wollten mich abwerben für Festnetz. Aber ich bin noch ein Jahr jetzt bei 1&1. Ich habe dafür 2 Jahre einen Vertrag. Und da lasse ich mich jetzt momentan nicht abwerben. Gute Kondition. Alles quasi für 30 Euro. Router. Unlimitierten Traffic. Muss man ja heute mit gucken, dass man da wirklich unlimitiert hat. Gerade wenn man als YouTuber jeden Tag hochladen will. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sollte man da schon drauf achten. Und das tue ich natürlich auch. Also in 2 Jahren, ja, ich sag mal, nee, in einem Jahr jetzt, werde ich dann wohl zu Vodafone wechseln. Haben auch gute Konditionen. Mal gucken, ob die mich dann auch sofort Preisgarantie für 2 Jahre oder nur ein Jahr. Ich hoffe ja immer, dass es 2 Jahre gibt. Kann man auch sofort 2 Jahre da bleiben. Ist beim Telefon ja nicht so entscheidend wie bei Strom und Gas, wo man dann wirklich jedes Jahr wechseln muss. Ansonsten verliert man massig Geld. Vielleicht bleibe ich auch einfach bei 1&1, ich meine, die haben mir nichts getan. Und 5 Euro mehr im Monat verkrafte ich auch noch so gerade. Von daher wäre das durchaus auch verschmerzbar. Na, mal schauen. Ich muss das wirklich alles durchkalkulieren. Das sind halt Sachen, da kann man gut sparen, ohne zu sparen. Also quasi normalerweise versteht ja der deutsche Bürger unter Sparen, dass er den Gürtel enger schnallen muss, dass er verzichten muss. Und das sind halt Punkte, Strom, Gas, Telefon. Da kann man schon sparen, ohne zu sparen. Was natürlich schön ist. Jeder spart gerne, ohne zu sparen. Also ohne einzusparen. Was ich auf jeden Fall nicht will, das ist so ein blöder Telekom-Vertrag mit irgendwelchen Traffic-Begrenzungen. Ist ja ätzend. Telekom ist eh viel zu teuer geworden, finde ich. Ich meine, das, was ich jetzt momentan hab, würde ich bei der Telekom für 39 kriegen. Also ich beschwere mich schon, wenn ich bei 1&1 ab nächstes Jahr 35 zahlen muss und bei der Telekom würde ich für 39 hinblättern müssen und hätte dann noch keinen Router. Denn die Telekom gibt ja keine Router mehr dazu. Die musst du ja mieten bei denen und das kostet dann auch nochmal 4, 5 Euro im Monat. Und das sehe ich dann absolut nicht ein. So war ich jetzt bei 1&1, habe dort meinen Router bekommen, gratis dazu. Hab dann noch so, was weiß ich, SIM-Karten fürs Handy gekriegt. Die habe ich aber nie benutzt. Habe mich auch nie wirklich drum gekümmert. Ich habe ja kein Handy. Also doch, ja, so ein Notfall-Anruf-Handy, aber das ist prepaid. Da sind 2 Euro drauf und das war's dann. So. Zack. Zack. Zack, zack. Dann haben wir die auch schon fertig, die roten Sandsteine. Ach. Ah! Fallen wir dann noch hier runter?
Ah, heute, lustige Geschichte, absolut wahr, 100%. Ich saß mitten im Bus, ich war dabei und hab's erlebt. Und zwar sind wir heute losgefahren mit dem Bus, eigentlich ganz normal wie immer. Er war proppevoll, war wohl gerade Schule aus, voller Weiber, die waren da am Rumgackern und Geifern und Lästern, keine Ahnung, hab nicht zugehört. Und auf einmal hört man nur ein Radau, die sind am Kreischen. Natürlich dreht man sich ja instinktiv um zu gucken, was da los ist. Und da sieht man da mitten im Gang sitzt da so eine kleine Ratte. Aber was heißt klein? Also war schon so 15 bis 20 Zentimeter. Und die war quasi, die war auch vollkommen irritiert. So nach dem Motto, ich wollte doch nur mit der Bahn, mit dem Bus fahren. Warum kreischen die mich jetzt alle an? Naja, hatte halt kein Ticket gekauft. Und Schwarzfahrer sind halt verpönt. Die werden halt angekreischt. Jedenfalls Riesenradau, dann so zwei südländische Herren, die wohl auch das Wissen mit Löffeln gefressen haben, fingen dann an, nach dem Tier zu treten. Was natürlich die beste Lösung ist, so eine Ratte im Bus und man fängt erstmal an, sie platt zu stampfen. Was natürlich nicht geklappt hat, da die Ratte schlauer und schneller war. Besonders schlauer. Warte mal, wir lassen mal den Dreck hier. Da unten brauchen wir doch noch jede Menge davon. So. Der Busfahrer hat sich von allen relativ unberührt gezeigt. Ist, glaube ich, auch das Beste in der Situation. Einfach den Bus weiterfahren und Fresse halten. Was soll man da machen? Ich meine, sowas kann passieren. Macht man mal irgendwann die Tür auf, rennt das Tier rein und dann hast es halt im Bus. Geht halt nicht. Gibt halt keine Möglichkeit, den Bus daran zu hindern, Ratten aufzunehmen, ohne gleichzeitig für Menschen und vor allem auch für behinderte Menschen das Ganze komplizierter zu machen. Da gibt's halt keine Lösung. Also entweder man hat die Aufstiege hoch genug, dass keine Ratte reinkommt, aber dann kommt auch kein Rollstuhlfahrer rein. Von daher bin ich da halt, ich bin da gelassen. Also, mein Gott, das war eine kleine Ratte. Jedenfalls hat für ein Riesenchaos gesorgt. Dann an der Station, er macht die Tür auf, die Ratte geht raus. Winkt noch fröhlich zum Abschied, Spaß natürlich nicht. Und das war dann auch das Ende der Geschichte. Die Weiber natürlich, ja, kennt man ja, diese jungen Dinger haben das Wissen mit Löffeln gefressen. Habe ich in der letzten Aufnahme noch erzählt, wie scheiße die doch eigentlich alle sind. Natürlich sofort nach vorne, dem Busfahrer erstmal Bock, Bock! Da war eine Ratte im Bus und sie machen nix. Was bilden sie sich ein? Ich werde mich beschweren, sie werden gefeuert, dafür sorge ich. Ach. Schlimmer als die Ratte, ganz offen und ehrlich. Aber wirklich. So. Da fragt man sich doch, was die größere, was das größere Ungeziefer ist. Die Ratte oder die pubertierenden Weiber? Aber ich darf jetzt ja auch nicht allzu frauenfeindlich sein. Das ist ja auch hier alles so ein bisschen, ich sag mal, Show. Und ich bin gar nicht so frauenfeindlich, wie es hier rüberkommt. Das ist auch mehr Spaß, ein bisschen Kabarett. Und alles, was hier gesagt und gezeigt wird, spiegelt auf gar keinen Fall die Meinung von Iroini Entertainment wider. Steht bei jedem Film vorne groß dran. So. Holen wir mal noch mehr Kürbisse. Fackeln haben wir ja gerade noch ein paar gemacht. Und dann holen wir uns auch unseren Lehm. Gucken wir mal, dass wir da noch ein paar Sachen hinkriegen. Dann haben wir Lehm vielleicht auch bald mal fertig. Na, glaube ich nicht.
zumindest vielleicht halb fertig kriegen wir ihn heute. Da war einer nicht gewachsen. Naja, passiert. Da ist das schön, große Farmen zu haben. Ach ja, unser Loch. Da unten waren wir auch schon ewig nicht mehr. Na, was sollen wir auch da unten? Da geht's ja auch nirgendwo eigentlich hin. Yep. So. Warum musste ich hier diese Fackeln hinstellen? Ach ja, stimmt, sonst wäre es ja zu dunkel gewesen. Wir hätten jetzt auch 4 Stacks Kürbisse mitnehmen können. Da war ja noch genug. Naja, nächste Mal. Wir müssen ja nicht alles auf einmal machen. Man sollte an einer Ecke anfangen und sich dann durcharbeiten. So, hier hatten wir irgendwo eine Kiste mit Kürbissen. Na, guck mal, da sind jetzt schon fast 3 Stacks drin. Das nächste Mal dann 4. So. Was haben wir denn im ganzen Leben hier? 1, 2, 3. Der kommt woanders hin. 4. Ja, den lassen wir erstmal jetzt hier drin. Dann ist auch alles volle Stacks. Ja, wunderbar. Dann können wir das Zeug auch nehmen. Und jetzt geht's wieder zurück zum Hafen. Ja, immer hin und her. Vom Hafen dann ins Lehmbiom. Dann nehmen wir jetzt aber nur Sachen mit. Eine Inventarladung mit gebrannten Lehm. Gebrannten ungefärbten Lehm. So, 6. Wow. Der hat jetzt mal richtig geschallt. Oben ist auch noch so ein Baum, der sich nicht auflöst. Aber ich glaube, da ist noch ein Holz drin, oder? Nee, ist kein Holz drin. Löst sich nicht auf. Dann nur sehr langsam. Normal müsste das doch schon weg sein. Ah, da lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Na, da müssen wir noch ein bisschen farmen. Aber erst, wenn es wieder hell wird, oder? Jetzt hier groß anzufangen und in der Nähe ist auch nichts. Nehmen wir jetzt wirklich aber nur von oben mit. Na? Hallo, die Sonne geht schon unter. Ich gehe immer gern früh im Bett. Bin früh Aufsteher und so. Eigentlich nicht, aber egal. Mir macht es nichts aus, früh aufzustehen. Sagen wir es so. Auch wenn ich doch dann ein bisschen grummelig bin. So. Holen wir noch ein bisschen was. Um auch so ein bisschen was in den Kisten zu lassen von dem Zeug, das wir eh zu Genüge in der freien Wildbahn finden. Die Steinziegel, die werden wir übrigens auch abbauen. Da werden wir dann in den Sumpf gehen und von dort in den, wie heißt das, in den Dungeon und uns halt das Zeug von dort holen. Damit wir da auch so ein bisschen Ressourcen sparen. Ups. Da war Wasser. Und schauen, dass wir hier irgendwie hochkommen. Das sieht wirklich richtig toll aus, wie so eine Torte geschnitten. Verschiedene Schichten, verschiedene Geschmäcker. Ist doch herrlich. Oh, hier oben geht's doch prima. Können wir schön das Zeug hier abbuddeln. Schön
schön das weiße Ding drumherum graben. Und jetzt wirklich auch mal ein bisschen Platz im Inventar möglichst sparen. Viel ist es ja nicht, was wir brauchen. Zwei, drei Stacks noch. Jetzt haben wir den gelben gar nicht verbaut. Ach ja, stimmt, wir brauchten ja eh neue Steine, Kürbisse.